Willkommen bei AI-Tipps und Tricks. Ihr wollt anonym anrufen auf eurem Motorola Moto G205G? Gar kein Problem. Wie das genau funktioniert, zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß! So, dann schauen wir uns mal gemeinsam an, wie wir selbst anonym anrufen können auf dem Motorola Moto G205G. Normalerweise würde ich euch sagen, wir gehen hier gemeinsam in die Einstellung und schauen uns hier einfach mal um. Das Problem ist bei Android, dass das alles hier nicht zu finden ist. Alle Einstellungen, die mit dem Telefon gemacht werden, finden über die Telefon-App statt. Also gehen wir einmal hier auf die Telefon-App und klicken hier rechts oben auf die drei Punkte und gehen dann auf den Punkt Einstellungen. Wenn ihr dann bei den Einstellungen seid, dann ist das hier ein ziemliches Kuddelmuddel, bis ihr wirklich zu dem entsprechenden Punkt kommt. Deswegen mache ich das hier jetzt auch etwas langsamer. Das erste, was wir machen müssen hier, ist einmal auf Anrufkonten gehen. Anrufkonten. Dann seht ihr jetzt hier euren Provider. Ihr seht jetzt hier Kongstar, das ist jetzt die eine SIM-Karte Kongstar. So, ich drücke jetzt da drauf. Und wenn ich da drauf gegangen bin, dann gehe ich auf zusätzliche Einstellungen. Und dann komme ich hier auf den Punkt Anrufer-ID. Zur Anzeige der Rufnummer bei ausgehenden Anrufen Standardeinstellungen des Netzbetreibers verwenden. Das ist das, was momentan eingestellt ist, Netzwerkstandardeinstellungen. Was bedeutet das? Das bedeutet, ihr überlasst es dem Provider von euch, also Telekom oder Vodafone oder sowas, was er denn letztendlich eingestellt hat. In Deutschland ist das so, dass die Standardeinstellung bei den Netzbetreibern so ist, dass eure Rufnummer angezeigt wird. Kann aber auch in einem anderen Land auch anders sein. Das heißt, ihr richtet euch nach dem, was eben der Provider macht. Wenn ihr generell unabhängig vom Land einfach sagen möchtet, nee, ich möchte meine Rufnummer immer angezeigt bekommen, egal was der Provider sagt, dann kann ich irgendwie auf Nummer meiner abgehenden Anrufen anzeigen gehen und dann wird das immer angezeigt. Möchte ich meine Rufnummer unterdrücken, also wirklich eher anonyme Rufnummer, dann wähle ich das aus und dann steht hier auch Nummer bei abgehenden Anrufen unterdrückt und dann bekommt die Person, die ihr anruft, also entweder einen anonymen zu sehen, eine unterdrückte Rufnummer oder irgendwas anderes, aber sieht nicht mehr eure echte Rufnummer. Wenn ihr das wieder ändern möchtet, dann geht ihr wieder auf Netzwerkstandardeinstellungen oder Rufnummer anzeigen, das was ihr möchtet und dann wird auch die Person dann auch wieder eure Telefonnummer sehen. Ja, so einfach ist das mit dem anonymen Anrufen auf dem Motorola Moto G205G. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.